Die Besonderheit des kirchlichen Lobbyismus in dem Bereich ist, dass die Gesetzesvorhaben den Kirchen bereits im Anfangsstadium, also bevor ein Gesetz überhaupt das Licht der Öffentlichkeit erblickt, übermittelt werden und die Kirchen, wie ich eingangs schon sagte, schon quasi im Entstehungsstadium von Gesetzen mit am Tisch sitzen, also vor einer öffentlichen Anhörung der sonstigen Lobbyisten beteiligt werden. Lobbyismus an sich ist ja kein verwerfliches Thema. Jeder Interessenverband, ob aus Industrie oder auch aus der Umweltbewegung, sorgt dafür, dass die Interessen optimal vertreten werden. Und viele Fachleute werden auch bei gesetzlichen Anhörungen eingeladen, um auch den Gesetzgebungsprozess zu optimieren. Aber die Kirchen sind bereits viel, viel früher mit am Tisch. Das ist auf die ausgezeichneten Verbindungen zwischen kirchlichen Büros und der Ministerialbürokratie zurückzuführen und direkten Verbindungen zwischen den Bundes- und Landesregierungen und den Vertretern des Klerus. Zu wesentlichen gesellschaftlichen und verfassungsrechtlichen Fragen beauftragen die Kirchen Gutachten, die zum Teil aber durch Stiftungen und nicht direkt von der Kirche, also durch Untergesellschaften, unverdächtig in die Fachwelt gegeben werden. Die Kirche betreibt oder ruft Fachausschüsse ein, die natürlich hinter verschlossenen Türen tagen und mit Hochschulprofessoren, zum Teil sogar Richtern aus dem Bundesverfassungsgericht, deshalb eben auch nicht öffentlich, und Ministerialbeamten, da kann man fragen, ob das mit dem Amtsgeheimnis sich verträgt, besetzt sind und natürlich den Vertretern der kirchlichen Büros. Und wenn selbst Richter am Bundesverfassungsgericht allerhöchste kirchliche Orden erhalten, muss man sich schon fragen, für welche besonderen Verdienste das erfolgt. Und erst recht muss man sich fragen, ob das mit einer geforderten institutionellen Trennung in Einklang zu bringen ist. Hier nur einige Beispiele der Einflussnahme der Kirchen auf wesentliche Gesetzgebungsprozesse und gesellschaftliche Themen, die sehr kontrovers diskutiert wurden. Es gelang den Kirchen nach 1957 schon, die Militärseelsorge einzurichten. Ich erinnere an die vehementen Einflussnahmen der Kirchen bei den wesentlichen gesellschaftlichen Themen wie dem Schwangerschaftsabbruch, dem Stammzellengebrauch oder auch der Bekämpfung der eingetragenen Partnerschaft. Es gelang den Kirchen, die Einführung der Kirchensteuer in den neuen Bundesländern per Einigungsvertrag durchzusetzen. Und ich erinnere an die jahrelange Intervention in Brüssel für die Ausgestaltung der europäischen Verfassung, wo man den Gottesbezug gerne drin gehabt hätte. Es kam nicht zu der europäischen Verfassung, sondern zum Lissabon-Vertrag. Und mit einer sehr moderaten Inbezugnahme der Religion in der Präambel. Und zuletzt, vielen noch im Gedächtnis sicherlich, die Intervention der Kirchen gegen die EU-Antidiskriminierungsrichtlinie.